Ich begrüße euch zu einem neuen Technikvideo hier beim German Treasure Hunter und ich möchte euch in diesem Technikvideo ein Gerät der Bounty Hunter Serie vorstellen. Hier haben wir jetzt den Bounty Hunter Quick Draw Pro, ein echter Zungenbrecher. Den gibt es für 2,45. Ich wollte mir den mal angucken, um euch den zu zeigen. Hab mir den schicken lassen von abenteuer-schatzsuche.de, die uns den freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Also, um was geht's hier? Was kann der Detektor? Wir werden jetzt gleich mal uns anschauen, was die Menüs alles können. Wir schauen erstmal hier ganz kurz die Spule. Das ist eine 25 cm Spule, konzentrisch, hat einen Vorteil, dass es sehr gut in der Metallunterscheidung ist. Was genau der Vorteil ist, zeige ich euch gleich. Wir haben ein ziemlich leichtes Gesamtpaket von 995 Gramm, also unter einem Kilo, was wir insgesamt am Arm haben. Dann das Gestänge ist natürlich auch anpassbar in der Höhe. Wir haben hier die sogenannten Chemlock-Verschlüsse oder ein Chemlock-Verschluss. Das heißt, da wackelt nichts großartig. Da habe ich einen sehr ruhigen Schwung. Ähnlich wie das ja auch bei der Fischer-Serie ist, gibt es hier also ab diesem Modell dann auch diese Chemlock-Verschlüsse. Dann schauen wir mal auf die Rückseite. Hier haben wir nämlich die Detektoreinheit selber. Hier haben wir einmal den Lautsprecher natürlich, wo die Töne rauskommen. Dann haben wir hier auf der Seite rechts den Anschluss für das Spulenkabel. Also hier kommt gleich die Spule dran. Wir haben hier das Batteriefach mit einer 9 Volt Blockbatterie. So, mache ich mal ganz kurz auf. Nicht ganz. Das kriege ich gleich wieder nicht zu auf Anhieb. Hier haben wir also den 9 Volt Block sitzen. Mit dem kann man ungefähr 20 bis 25 Stunden suchen. Und dann gibt es auf der Unterseite noch einen Anschluss für einen Kopfhörer. Und das ist übrigens hier nicht die einzige Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln. Das sei schon mal vorneweg gesagt, das erkläre ich euch aber gleich nochmal. Hier haben wir dann noch die Armstütze, die ist natürlich auch gepolstert, ähnlich wie bei der Fischer-Serie. Also da hat man auch im Sommer kein klebriges Gefühl am Unterarm, wenn man sich hier mehrere Stunden mit übers Feld bewegt. So, dann kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Detektoreinheit hier vorne. Also was kann das Gerät überhaupt? Wir schalten es jetzt gleich mal ein. Werden aber zuerst noch schnell das Spulenkabel verbinden. Mache ich mal hier ganz einfach. Einfach gesteckt das Ganze. Also da wird nichts verschraubt. Das ist also ein Sparfaktor zum Beispiel, warum dieser Detektor billiger ist als zum Beispiel ein vergleichbares Produkt der F-Serie von Fischer. Hier wird gesteckt, bei Fischer wird geschraubt. Das sind halt die kleinen Unterschiedchen. Aber ansonsten ist der ziemlich ähnlich wie zum Beispiel der F22. Wir gucken uns jetzt mal hier an im Menü, was er alles kann. Und dazu schalten wir das Ganze jetzt erstmal ein. Und hier sehen wir den kompletten Bereich des Displays, der uns natürlich jetzt hier auch schon eine Menge anzeigt. Einmal haben wir hier im oberen Bereich diese Anzeige für die neuen Fundeinheiten, die es gibt. Also man sieht hier auch so ein bisschen, hier ist Gold, hier ist Silber. Und das sind so die einzelnen, das sind so die einzelnen Bereiche, die er mir anzeigt. Und wir haben gerade auch schon sehr schön gesehen, es gibt einen Leitwert hier in der Mitte. Das heißt, wenn ich den Goldring da drüber schmeiße, sind wir bei 45 vom Leitwert her. Das heißt, ich kann mit diesem Leitwert ein bisschen genauer arbeiten, zum Beispiel auf Münzen, natürlich auf Schmuck auch. Also das ist eine schon ganz gute Sache. Wir haben hier die Tiefenanzeige auf der rechten Seite. Die zeigt mir zum Beispiel an, grob liegt ein Pfund eher tief oder eher weiter oben. Dazu gibt es natürlich auch noch einen Overload. Wir haben die Batterieanzeige hier unten, dass ich immer weiß, wie lange kann ich denn noch suchen mit diesem 9-Volt-Block. Da empfiehlt sich übrigens vom Discounter ein Akku, den man benutzt, um einfach auch die Umwelt zu schonen und auch Geld zu sparen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, jetzt in ein Menü reinzugehen. Dazu gehen wir mal auf die Menütaste jetzt. Und da sind wir zuerst auf Sense. Dann haben wir Volume, dann haben wir Disk und wir haben Notch. Die Sense ist klar, damit können wir hier über die Plus- und Minus-Tasten die Stärke, also die Leistungsstärke verringern oder verstärken. Das bringt den Vorteil mit sich, dass ich zum Beispiel, wenn eine Stromleitung in der Nähe ist und bei starker Sense einfach Störgeräusche reinkommen, Störsignale reinkommen, kann ich hier mit der Sense ein bisschen runtergehen und trotzdem dann relativ sauber arbeiten. Ein bisschen Tiefe geht natürlich auch verloren, das sollte jedem klar sein. Dann geht es weiter im Menü mit der Lautstärke. Und das ist natürlich ein ziemlich großer Vorteil,
auch gegenüber anderen Mitbewerbern, die das nicht können, auch teurere Geräte, die das nicht können. Da kann ich zum Beispiel, wenn ich nachts mal auf den Spielplatz will oder so, auch suchen, ohne dass sofort die halbe Nachbarschaft Bescheid weiß, dass ich unterwegs bin mit einem Metalldetektor, um Euros zu sammeln. Also das ist eine ziemlich coole Sache und ich finde, da sollte sich jeder Hersteller ein Beispiel dran nehmen, dass das für 2,45 möglich sein muss, die Lautstärke einzustellen. So, das ist also ziemlich cool, gefällt mir. Dann haben wir noch die Möglichkeit übers Menü Disk und Notch. Wir können also jetzt zum Beispiel im Notch hingehen und sagen, wir wollen hier mal gewisse Dinge rausfiltern. Die wollen wir gar nicht angezeigt bekommen. Zum Beispiel, ich mache die Lautstärke mal wieder kurz ein bisschen höher, damit wir es auch besser hören. So 5 sollte reichen. Zum Beispiel jetzt hier diese Abziehlasche. Ja, die kennt man ja von verschiedensten Getränken. Und die gibt es natürlich auf so Geschichten wie Spielplatz oder Badestrand oder Liegewiese zuhauf. Die möchte man natürlich nicht finden und die kann man hiermit ausnotchen. Das heißt, wir gucken uns jetzt an, was hat das Ganze für einen Leitwert? Wo kommt das rein? Kommt so bei 35 rein. Hier oben auch die Anzeige im dritten Bereich. Und jetzt kann ich sagen, okay, genau das, liebe Freunde, möchte ich nicht angezeigt bekommen. Dazu gehen wir ins Menü, gehen hier auf Notch, gehen auf Plus und Minus, sind jetzt hier in dem Bereich, lassen den kurz stehen und nach 5 Sekunden ist er weg. Genauso kann ich ihn natürlich wieder reinnehmen, wenn ich das möchte, aber das macht durchaus Sinn bei der Eurosuche, diesen Bereich rauszuschalten. Ich würde auch die Folie rausschalten, also den 20er Bereich. Das machen wir auch noch schnell. Dazu gehen wir nochmal auf Notch, gehen hier auf Foil, lassen das 5 Sekunden stehen. Automatisch, oder 3 Sekunden, automatisch ist es dann weg. Und genauso kann ich es dann auch wieder reinbringen. Jetzt müsste es also bedeuten, dass wir diese Abziehlasche hier dann auch eben nicht mehr angezeigt bekommen. Das probieren wir jetzt eben einmal kurz aus, damit ihr seht, dass das auch funktioniert hat. Und dazu schwenke ich die jetzt einmal über die Spule. Und wie sie hören, hören sie nichts. So, und genauso sollte das auch sein. Das Schöne bei der konzentrischen Spule ist, dass diese Kronkorken hier, die kennt man ja auch zuhauf vom Spielplatz in verschiedensten Ausführungen, dass die hier mit der konzentrischen Spule im Eisenbereich angezeigt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüber gehe, kriege ich diesen tiefen Ton. Kann ich natürlich auch noch rausnotchen, kann ich sagen, zeigt mir das auch nicht an. Das heißt, wenn ich von Iron bis in den 30er Bereich alles ausnotche, habe ich somit, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Kronkorken finde oder eine Abziehlasche finde, extrem minimiert und kann halt schön sauber meine Euros raussuchen oder zum Beispiel Gold ab 5,85er ist ganz klar drin im 40er Bereich. Wir haben hier 50 Cent, Hütchenspieler wäre ich besser nicht geworden, bin ich auch nicht, die ich mal kurz hier drüber schwenke. Die kommen so im 50er Bereich rein und dann haben wir noch Euros, die natürlich auch reinkommen, genauso wie die 2 Euro Stücke. Das kommt alles hier rein, alle Euros sind hier für euch drin, außer jetzt zum Beispiel 5 Cent Stück. Aber liebe Freunde, also für ein 5 Cent Stück graben, das macht keinen Spaß, das macht erst Spaß ab 10 Cent aufwärts. Von daher ist das mit diesen Einstellungen gegeben und ich muss sagen, für, wie gesagt, 2,45 ist das in der untersten Preisklasse ein ganz anständiges Gerät und wenn man es drauf anlegt, hat man das relativ schnell auch wieder raus, wenn man hiermit gezielt auf Euros suchen geht, was man übrigens fast überall in Deutschland genehmigungsfrei machen kann. So, eine Sache müssen wir noch ganz kurz zeigen und zwar ist das die Pinpoint-Funktion. Das hat das Gerät auch und zwar haben wir hier diesen Button hier in der Mitte. PP steht für Pinpointen oder Pinpointer. Und wenn ich den gedrückt halte und mit der Spule nochmal über das Objekt schwenke grob, kann ich in etwa lokalisieren, wo genau das Objekt liegt. In der Regel in der Spulenmitte. Wir zeigen es einmal ganz kurz. Gedrückt halten. Und in der Spulenmitte ist das Ganze am lautesten. Also weiß ich ungefähr, so in diesem Bereich muss ich graben nach dem Objekt. So, das zu dem Bounty Hunter Quick Draw Pro, den habe ich gestellt bekommen von Abenteuer Schatzsuche. Darum schreiben wir das hier nochmal hin, dass ich das umsonst bekommen habe, dass wir unterstützt worden sind von da. Trotzdem verlinke ich euch das Gerät natürlich hier unter das Video. Und ja, das war es auch schon soweit zum Gerät selber.
Ich denke, für den Einstieg in das Hobby eine ganz nette und günstige Alternative. Natürlich auch mit Garantie in dem Fall als Neugerät. Von daher macht das durchaus Sinn. Das war's von mir und wir sehen uns ganz bald wieder. Danke fürs Zusehen.